Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 7. Januar 2023. Beginnen hier in Playa de Ingles. Erstmal einen Überblick verschaffen. Wo geht's heute hin? Ja, ich schaue jetzt ganz einfach mal hier. Einmal der Blick in die Berge. Ganz wenig Wolken und jetzt hier der Blick über den Campo International, Campo de Golf. Mal ein bisschen mit Zoom und ich kann mir gut vorstellen, da ist auch Wind. Da fliegt auch ein bisschen Sand. Also fahre ich jetzt mal Playa Richtung Caspa, die Ecke. Ja, heute Abend, Nachmittag, nicht abends, geht es nach Meloneras. Und vielleicht dann eben auch einen schönen Sonnenuntergang. Da soll es ein neues Lokal geben und das möchten wir uns mal anschauen. Ja, hier hat man immer den besten Überblick. Hier sieht man auch ein bisschen mehr. Hier ist auch immer gut was los. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen laufen und hier runter gucken in die Anlage hier. So, nochmal der Blick hier in die Berge. Temperaturen, es sind im Moment um die 24 Grad. Und ja, fast strahlend blauer Himmel. So, ein kleiner Zwischenstopp hier am Einkaufszentrum Gran Chaparral. Auch eines der ältesten Zentren hier. Kleines, hat nur eigentlich 2 Etagen Maximum, aber die meisten Gebäude sind nur ebenerdig. Da geht es ein paar Treppen nach oben. In der Mitte ist ein freier Platz. Wir haben schon mal berichtet. Ein neues Lokal, Infinity. Hier gibt es Musikcocktails und Tacos und More. Ja, hier gibt es auch mexikanisches Essen, steht hier. Ja, von allem etwas, ganz neu eröffnet hier. Lassen wir uns überraschen. Die Freunde der mexikanischen Musik, liegt zentral. Man sieht hier auch gut auf die Straße. Und jetzt fahren wir mal hier rein, denn da ist die Brücke, die wir neulich hatten, von der San Fernando-Seite. Wurde ich gefragt, wo führt denn die hin? Ich zeige es euch gleich. So, habe gerade eben noch mal angehalten, wegen meinem Mikro geschaut. Das externe habe ich dabei. So, das ist also die Brücke neben der Tankstelle. Ich stand neulich da oben auf San Fernando Seite geguckt. Da vorne ist der King Burger. Und das ist die kürzeste Verbindung zwischen San Fernando und Playa de Ingles. Und ihr seid dann hier am Einkaufszentrum Gran Chaparral. Genau auf der Rückseite. Diagonal von dem neuen Lokal, was ich euch gerade gezeigt habe. Also man muss da nicht außen rum gehen. Übrigens, das ist der Chico, das ist unser Fliesenspezialist, der Porzellan und Fliesensachen gemacht hat. Aber leider seit Jahren auch schon geschlossen ist. Hier ist die Hinterseite, die Rückseite hier vom Gran Chaparral. So, ich bin hier vis-à-vis vom Hotel Maritim, an der Ecke Maritim und der Caspar. Immer wieder auch mal die Frage, was gibt es da Neues? Ich bin da nicht so up to date, deswegen schaue ich heute einfach mal hin. Ja, hier waren ja ganz bekannte Namen bzw. Lokale, die Garage und diverse Latino-Lokale. Und jetzt schauen wir ganz einfach mal hier lang. Ja, unterm Tag ist das natürlich auch immer was anderes. Da vorne ist das Hotel Kuka. Der Supermarkt hier. Hipertino.
Und die Tanzfläche habe ich jetzt gerade von der Juliane gehört gestern. Da gehen wir gleich hin. Die Tanzfläche, da war auch immer richtig was los. Tanz, Unterhaltung, kostenlos, kein Eintritt. So, wir gehen jetzt hier mal außen rum. Ganz hinten glaube ich eher nicht. Ja, was war hier früher los, auch für die jungen Leute? Und ja, es wird sehr wenig gemacht. Hier ist die Garage. Garage Fun Pub, die war früher hier unten. Ja, viele werden sich daran erinnern, an die Zeiten hier. Parma Latin heißt es jetzt hier. Ja, es ist nicht viel offen. Jetzt um die Zeit eh nicht. So, hier ist der freie Platz mit dem Tanz und der Möglichkeit, sich da auch ein bisschen zu bewegen. Ich habe jetzt nicht genau die Öffnungszeiten, die Uhrzeiten, aber da steht mit Sicherheit hier irgendwas dran und das schauen wir uns jetzt auch an. So ab 19.30 Uhr gibt es da Musik und es dauert dann eben auch immer mit Unterbrechungen bis 22 Uhr. Ich habe da ein Foto gemacht, hänge ich euch mit dabei. Ja, hier sitzen aber auch schon ein paar Leute drin. Hier vorne wird es dann ja, immer ein bisschen lauter und ein bisschen englisch. Große Leinwände und Fernseher und hier schmeckt der Alkohol auch schon wieder. Ja, ich weiß jetzt nicht, welches englische Spiel oder schottisch-irisch da ist, kann ich euch nicht sagen. Das ist eigentlich eine irische Taverne. Und so nah ist das. Hier ist die Kirche. Centro Ecumenico, so heißt es richtig. Ja, und hier war früher auch richtig was los, aber das ist jetzt eine einzige Ruine, soll abgerissen werden. Wir berichten, sobald da irgendeine Bewegung reinkommt in den Abriss. China weiter oben. Auch sehr bekannt. Eigentlich ist es ja eine sehr gute Lage hier, wenn man das eben vernünftig planen würde. So, wieder in die andere Richtung. Wir sind wieder hinter der Bühne bzw. hinter dem Musikpavillon, wie er auch genannt wird. Ja, hier an der Seite gibt es auch kanarische Produkte, habe ich gerade gesehen. 100% kanarische Produkte steht hier auf der rechten Seite. Und da gibt es auch ein neues Geschäft. Und zwar gibt es Glasdesign. Da kann man seine Fotos bzw. die Fotos von seinen Liebsten ins Glas einpacken und da werde ich auch mal drüber berichten. Mir gerade eben aufgefallen, hier vorne direkt das Geschäft. So, jetzt geht's aber hier erstmal wieder hier auf die Straße.
Und jetzt schauen wir uns mal das Plaza nochmal an. Ja, der Ein- oder Ausgang direkt hier vis-à-vis vom Maritim. Ja, Shopping Center Plaza Eingang hier rechts, das ist der traurige Rest von diesem doch so schön geplanten Einkaufszentrum, wo es ein bisschen tiefer ging. Ich nehme an, das war Absicht, dass man die lauten Lokale, die laute Musik in den Untergrund gebannt hat. Aber es hat nichts sollen sein. So, das ist jetzt die andere Seite. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Rückenwind. Ja, ich bin heute wieder unterwegs zu Fuß. Ich bin mit dem Scooter und den stelle ich dann ab und mache meine Runde. Viele verstehen das nicht, dass es so lange dauert, bis sowas hier, ich sag mal, entsorgt wird. Aber da sind Eigentumsverhältnisse zu klären und man kann nicht einfach sagen, so, wir reißen alles ab. Da muss ja irgendwelche, ja, ich sag mal, gerichtlichen Sachen, Schritte müssen eingehalten werden. So, und das ist der Blick da nach unten. Viele Lokale, die es damals hier gab. Aber es ist nicht sonderlich interessant, da jetzt lang zu gehen. Ja, hier waren wir vorhin gerade auf der rechten Seite hier. Panamera Club. Da geht es dann runter in den Keller und das Hotel Maritim. Ja, ganz einfach jetzt ein bisschen zu Fuß unterwegs hier am Apartamentos Las Arenas. Ja, das sind auch schöne Apartments, das sind breite Apartments. Das ist nicht nur ein Schlauch, sondern die Apartments früher, die wurden da in die Breite gebaut und sind eben auch sehr, sehr beliebt hier, die Apartments. Bloß wer jetzt hier bucht und Urlaub macht, der muss also schon damit rechnen, dass es dann am Abend mal ein bisschen lauter ist hier in der Nähe der Kasper. Und ja, man rechnet doch dann beim Buchen damit, wenn man jetzt weiß, in der Nähe der Kasper hier. Ich hatte hier Bekannte, die haben sich ein Apartment im Las Arenas gekauft. Ist ihnen dann aber doch hier mal in der Saison, das war noch Jahre zurück, zu laut gewesen. Und dann haben die das ganz einfach vermietet. Und hatten das auch gut vermietet an junge Menschen, die dann ganz einfach die Nähe zur Kasper genutzt haben. So, hier mal der Blick nach oben. Suite Hotels, man hat ja da eine wunderschöne Terrasse und kann da richtig gut über den Atlantik gucken. Ja, und da habe ich auch schon schöne Bilder bekommen. Von der Dachterrasse da oben. Ja, vom Wind geht es jetzt eigentlich hier. Wir gehen jetzt genau auf den Aufzug zu und das Interclub Atlantik. Da ist die Kaje Helsinki, da geht es zum Oscars Pub. IFA Dunamar. Ja,
ja ein Begriff. Und hier AIDA. Wunderschöne Bungalow oder ja, Apartments, Bungalow-Apartments mit wahnsinnigem Blick über den Atlantik. Die waren ja früher mal touristisch und sind ins umgewandelt worden als Eigentumswohnungen. Herrliche, schöne große Wohnungen. So, hier fängt die Avenida de Madrid an. Für denjenigen, der es wissen möchte, wo wir hier gerade sind. Vis-à-vis des Hotel Maritim Playa, Suite Hotels Playa de Inglés. Ja, jetzt können wir auch schon mal sehen, ob die Aufzüge mittlerweile wieder gehen oder einer. Ich glaube, einer ist in Funktion. Da wird ja immer drüber berichtet, sehr schnell, damit man weiß, was los ist. So, also der Aufzug geht, der linke hier von meiner Seite aus. 8 Personen dürfen da auf einmal fahren. Ja, die Kiter sind wieder unterwegs. Am Strand doch ein bisschen weniger. Ich sehe das gerade mal über den Dächern hier. So, hier der Blick auf den Atlantik, ganz schöne Wellen, viel Schaumkronen. Ja, dann gibt es doch noch ein bisschen mehr zu sehen. Und von hier oben bequemer wie unten am Wasser. Jedenfalls bei dem Wind jetzt. Also Kiter, da ist richtig gut was los. Den Blick, den gönnen wir uns noch. Immer mal zwischendrin auch schauen, was rechts los ist. So, und hier ist der Anfang vom Strand Anexo. Hier sind auch die Felder schon abgesteckt zum Beachvolleyballspielen hier. Da haben sie ja in Las Palmas richtig gut was los. So, und jetzt hier mal der Blick zu den Kitern. Ich wäre jetzt gerne da runter gegangen, aber das ist mir heute alles ein bisschen zu viel. Vielleicht hat der Ralf noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. An dieser Stelle recht herzlichen Dank für die wunderschönen Aufnahmen, auch die Panoramaaufnahmen vom Strand, die Fotos.